Willkommen zu Kombi TV. Sie haben den Kombi CRM das erste Mal gestartet und finden sich nicht sofort zurecht? Lassen Sie uns die ersten Schritte gemeinsam gehen. Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, auf Ihre Daten zuzugreifen. Die Hauptnavigation erfolgt über die Ansichten. Und auf jede Ansicht, die Sie öffnen, können Sie über die Registerkarten zugreifen. Weitere Ansichten können Sie alternativ über das Pluszeichen öffnen. In der jeweiligen Eingabemaske stehen Ihnen dann die entsprechenden Eingabefelder zur Verfügung. Und je nach Ansicht gibt es weitere Registerkarten, um die Informationen thematisch zu gruppieren. Da der Kombi CRM eines der flexibelsten Systeme für professionelles CRM ist, lassen sich die Optik und die Datenstruktur übrigens ganz nach Belieben anpassen. Links oben gibt es Zugriff auf die Infozentrale, die Termin- und Aufgabenverwaltung und die Telefonie. Darunter finden Sie die Favoriten, diese nutzen Sie so, wie Sie die Favoriten im Browser nutzen, also einfach ein Schnellzugriff auf häufig besuchte Datensätze. Und die Sofortberichte sind ausdruckbare Analysen oder sonstige Druckvorlagen. Die Filter auf der rechten Seite sind Ihre gespeicherten Abfragen, die Sie per Rechtsklick natürlich anpassen und erweitern können. Und der Verlauf ist praktisch, um besuchte Datensätze schneller zu finden. Und das Aktionenboard bietet Ihnen viele verschiedene Funktionen und Prozesse für den direkten Zugriff. Die Datensätze lassen sich in vielerlei Arten anzeigen. Entweder als Liste, kombiniert als Liste und Eingabemaske. Dabei können Sie natürlich auch beliebig sortieren. Und für das Bearbeiten von Datensätzen werden Sie in der Regel die Eingabemaskenansicht verwenden. Eines der zentralen Elemente eines CRM-Systems ist die Aktivitätenhistorie. Fangen Sie doch damit an. Hier sehen Sie auf den ersten Blick, was für Sie wichtig ist. Alle Telefonnotizen, aber auch alle Besuchsberichte, Mails und sonstigen Dokumente finden Sie hier. Und Sie haben zudem direkten Zugriff auf die entsprechenden Dokumente per Doppelklick einfach öffnen. Sie nutzen dabei die bereits integrierte Dokumentenverwaltung. Und diese Dokumente können auch optional durch eines der angebundenen DMS-Systeme verwaltet werden. Näheres dazu finden Sie im Handbuch. E-Mails landen in dieser Historie übrigens über das Outlook-Add-in mit nur einem Klick. Alternativ können Sie diese Ablage auch ganz automatisieren oder E-Mails per Drag-and-Drop ablegen, wie Sie möchten. Diese Funktionalität steht Ihnen übrigens auch für Thunderbird und David zur Verfügung. Anrufe starten Sie direkt aus dem CRM. Nutzen Sie dafür die TAPI-Schnittstelle Ihrer Telefonanlage. Auch dazu finden Sie weitere Informationen im Handbuch. Sie sehen direkt bei der Nummer, ob der Kontakt sein Einverständnis dafür gegeben hat und natürlich wird bei jedem Telefonat als Anrufprotokoll eine Aktivität erstellt. Lassen Sie uns nun einfach mal eine solche Aktivität erstellen. Beim Erstellen nutzen Sie diverse Optimierungen, damit Ihnen diese Protokollierung schnell von der Hand geht. Und Sie können diese auch noch mit anderen Informationen verknüpfen, zum Beispiel mit der zugehörigen offenen Verkaufschance. Alle Informationen an einer Stelle, das ist für die Arbeit im Team unerlässlich. Das Erstellen von neuen Datensätzen geht Ihnen bestimmt flott von der Hand. Denken Sie an den Adresseingabeassistenten, dieser vermeidet Schreibfehler. Speichern Sie dann den Datensatz, denn erst dann landen die Daten im System. Den Ansprechpartner legen Sie dann über den zugehörigen Container an. Ich denke, das ist alles flott erledigt und dann gibt es noch verschiedene Datenschutzwerkzeuge, damit Sie die Eingaben protokollieren lassen können. Zum Suchen verwenden Sie einen der Suchdialoge. Ich bevorzuge die Schnellsuche mit Autovervollständigen. Ihre Zielgruppen selektieren Sie mit Hilfe des komfortablen Filterassistenten. Dabei können Sie zuvor gespeicherte Filterausdrücke laden. Oder aber selbst einen Ausdruck zusammenstellen und dabei auf alle Ansichten und alle Felder zugreifen. Grenzenlose Freiheit. Ich mache mal ein Beispiel für alle deutschsprechenden Kontakte mit Firmensitz in Deutschland. Nun sind die Daten gefiltert und können einem Verteiler zugeordnet werden. Thank you.
Verteiler behalten Sie dann den Überblick über Ihre Aussendungen. Das heißt, von hier aus starten Sie Ihre Kampagne zum Beispiel mit einem Serienbrief. Öffnen Sie dafür über die Vorlagensammlung die mitgelieferte Serienbriefvorlage. Im Listenlabel Designer können Sie dann die verschiedenen Objekte bearbeiten und ergänzen. Ihnen gelingt jedes beliebige Design und Sie werden sich wundern, wie einfach Ihnen Serienbriefe von der Hand gehen. Also einfach per Doppelklick öffnen, anpassen, speichern und versenden. Der Ausdruck erfolgt über diese Schaltflächen hier. Und wenn es eine Serienmail sein soll, gelingt dies über die ebenfalls mitgelieferte anpassbare Serienmail-Vorlage. Im Dialog können Sie diese beliebig anpassen und Sie können natürlich auf die Felder zugreifen, um den Text zu personalisieren. Der Versand erfolgt dann ebenfalls über die Schaltfläche hier rechts. Oder verwenden Sie alternativ eines der angebundenen Mailtools Inksmail, Cleverreach oder Mailchimp. Freuen Sie sich dann auf umfangreiche Versandstatistiken und Öffnungs- und Klickauswertungen. Schauen Sie sich dazu die entsprechenden Combit-TV-Movies an. Der Combit-CRM ist ein geniales System. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Einstieg erleichtern. Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns über einen Anruf. Ein Experte aus der Technik führt Sie auch gern live durch die Oberfläche. Machen Sie es gut!